Willkommen zurück hier bei Fallout 4. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Gebäude angekommen und sind jetzt auf der Suche nach diesem einen komischen Typen. Ich hoffe mal, falls ihr das überhaupt merkt, das ist eine neue Aufnahmesession. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Ich hoffe mal, ich nehme hier jetzt nicht gerade in 60 Frames auf, weil das da oben steht. Das wird meine Festplatte nämlich komplett ficken. Ach du Scheiße, Glaub, wir okay. sind nicht allein. Nein, echt, das fällt dir aber früh auf, mein Guter. Okay, stirb, stirb. Ach du Kacke. Okay, wir sind hier echt, glaub ich. Shit. Wir sind hier echt mega schlimm dran. So ging das auf, genau. Okay, Inventar. Hilfsmittel. Wir nehmen mal eins davon. Nein, ich verklick mich da immer noch. Beim letzten Mal hatte ich mich da so gut reinge. Keine Ahnung, wie nennt man das? Reingefunden, sag ich mal. Und jetzt. Ist er tot? Sieht so aus. Wie denn, dass das läuft? Okay. Bitte einfach nicht auf mich schießen, dann ist mir das egal. Weile dauern, das wieder zusammenzuflicken. Hallo. Als ob, Junge. Stirb. Okay. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das auch nicht. Das brauchen wir eigentlich alles auch nicht. Was stand da? Ungekühlter Kickball. Keine Ahnung, was das ist. Okay, wir tragen zu viel bei uns. Als ob. Davon können wir, so viel ich weiß, nichts ablegen. Wir haben jetzt ganz viele Sicherungen und Sensoren, die wir brauchen. Und genau die können wir jetzt natürlich nicht benutzen. Okay, dann legen wir das. Ich verklick mich da einfach ständig. Das legen wir jetzt einfach mal ab. Ich glaube, sehr ungefüllt und ein Kickball. Naja, ob wir den brauchen, ist jetzt mal fraglich. Die Frage gerade ist einfach nur, wo ich hin muss. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal der. Wo sitzt jetzt der komische Valentine? Der saß doch hier eben auf dem Boden. Ist der jetzt verreckt? Ich hoffe mal. Ach nein, okay. Ich dachte gerade Hey, schon. wie sieht der Plan aus? Brechen wir mal ab. Der soll uns einfach nur folgen und unterstützen. Das wäre mir relativ. Ja, das fänd ich ganz nice. Okay, hoch da. Ich glaube, wie hießen die Typen? Hießen die Runner? Ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir hier mega oft verreckt sind und dass ich einmal speichern sollte. Ich mache jetzt einfach mal einen neuen Spielstand. Okay, jetzt mache ich noch einmal. Hier gab es auch Schnellspeicher, war das F5? Ja. Okay, wie bei Tomb Raider also. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Okay. Puh. Das war knapp. Ich hoffe mal, hier hängen nicht noch mehr von solchen Fallen. Falls sich der Ton etwas geändert hat, ich habe ein neues Mikrofonstativ, weil mein altes den Geist aufgegeben hat und, ach du Scheiße. Falls sich der Ton noch nicht ganz so optimal anhört, dann liegt es einfach nur daran. Ich habe den voll in den Kopf getroffen. Der muss ja echt viel aushalten, wenn der einen Kopfschuss mal ebenso überlebt. Auch wenn er einen Helm auf hat. Es war voll in die Fresse. Ungefähr so. Kann man das irgendwie auslösen? Sieht komisch aus. Ich habe keine Ahnung, ob mich das jetzt umbringt. Ich speichere besser vorher auch nochmal. Das war auch so eine Sache, die ich mir hätte angewöhnen sollen. Einfach viel, viel mehr zu speichern. Zigaretten, Schnapsglas. Ich wollte es schon auf Englisch lesen. Okay. Nee, dann lassen wir die Zigaretten mal weg. Die könnte man zwar ganz gut verkaufen, aber wo haben wir die denn? Waren die bei. Sind die vielleicht einfach bei Diverses? Ja, wie viel wir hier einfach haben, aber ich glaube, das können wir. Obwohl doch, das können wir auch ablegen. Eine U-Bahn-Marke. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Michael Daly, ich habe keine Ahnung.
Ach, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber den können wir doch, den können wir auch ablegen. Oder auch nicht. Diese ganzen Holobänder. Ach so, das sind Quest, okay, Quest-Gegenstände. Supermutanten. Command, keine Ahnung. Ich glaube, die werden wir nicht brauchen, oder? Nee, lassen wir mal so, ich verklick mich da immer noch. Einfach permanent. Da komme ich auf jeden Fall nicht rein, dann speichere ich besser nochmal. Bevor wir geradeaus weitergehen, auf jeden Fall müsste der Typ irgendwo hier sein. Und hier ist ein Terminal, auf den kann ich auch zugreifen. Da müsste ich jetzt wieder dieses Hacken beherrschen und das tue ich nicht. Ich nehme einfach immer diese Wörter, okay. Deaktivieren. Habe ich die jetzt deaktiviert? Ich hoffe schon. Zurück, zurück. Türsteuerung. Aktivieren. Ich hoffe mal, der hat die jetzt aktiviert. Ansonsten, ach Gott, wie ich mich einfach permanent verklicke. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Valentine hat das gefallen, okay. Ach du Kacke. Na gut, dann gehen wir halt direkt drauf. Ich meine, kann man ja auch mal machen. Naja gut, diese Ladescreens sind immer noch zum Kotzen. Ich werde versuchen, in naher Zukunft das Setup so ein bisschen umzustellen, dass ich nicht mehr direkt vom PC aufnehme und, Das Schloss kriege ich nicht auf. Okay, also konnte man die doch öffnen. Ich war nur zu inkompetent, das zu sehen. Okay, ich nehme nochmal so ein komisches... Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich werde demnächst mal versuchen, das Setup dementsprechend so ein bisschen umzustellen. Damit ich halt eben nicht mehr direkt vom PC aufnehme, sondern halt eben etwas anders, sodass die Ladezeiten sich hoffentlich verkürzen werden. Wir nehmen mal das da. Ich verklick mich da einfach ständig. Was haben wir noch so für Waffen, die wir gegen die benutzen könnten? Eine Maschinenpistole, dafür haben wir haben einfach so wenig Munition. Dafür haben wir jetzt wieder mehr. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Okay, als ob der mich hier einfach direkt sehen würde. Da oben ist auch noch einer, den kriege ich sogar von hier. Als ob ich den nicht von hier kriegen würde. Okay, wir sterben hier gleich schon wieder. Das bringt einfach voll nichts. Am liebsten würde ich da einfach eine Granate reinwerfen und raus. Was ist das? Inwiefern? Ach so, dann sehen die uns nicht. Okay. Ich glaube aber... Nee, das wollte ich gar nicht. Zurück. Wenn ich hier jetzt einfach so hergehe... Dürften die mich eigentlich ja jetzt nicht sehen, oder? Okay, doch, die sehen uns doch. Schlau. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber na gut, die Ladezeiten, wenn man stirbt, sind wenigstens nicht so des Todes schlimm. Was haben wir denn noch so für Waffen? Ich gehe hier einfach mal so ein bisschen so runter. Geht das? Nö, das geht nicht. Toll. Haben wir, ja, wir haben 6 davon. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Ich hatte gehofft, dass du... Oh shit, ich habe einfach mal die Ansicht gewechselt. Das war eigentlich jetzt nicht mein Plan. Aber na gut. Ja, als ob. Okay, ich versteck mich mal. Dich würde ich sogar kostenlos töten. Ja, ich dich auch. Ich hab den einfach... Das bringt einfach fast gar nichts an Schaden. Institutgewehr, Kelloggs Pistole. Sagen wir mal, nee, das, die bringt ja eigentlich genauso wenig. Tja, wenn es nicht anders geht. Die bringt einfach unheimlich wenig, aber wir haben einfach die meiste...
Na gut, wenn wir den sowieso nicht sehen. Wir haben einfach die wenigste, die meiste Ammo von dem. Annehmen. Man muss auch schon treffen, mein Guter. Okay, der bringt uns gleich um. Sich hier noch durchzukämpfen, das kann noch ein paar Folgen dauern, glaube ich. Wir nehmen jetzt das auch noch und dann ist gut hier. Da oben steht der. Ach nö. Gerade jetzt muss ich nachladen. Ich sollte wohl endlich mein Aufspürsystem kalibrieren. Okay. Da kommt jemand. Boah, gegen den, mit in, im Kampf gegen den Typen werden wir einfach so unheimlich abkacken. Das merke ich jetzt schon. Ich merke einfach schon... Okay, ja gut, wenn wir die ja jetzt haben, dann können wir die eigentlich direkt trinken, oder? Oder war das jetzt nur eine leere Flasche? Schrott müsste es dann ja eigentlich sein. Eigentlich, ja. Es war jetzt nur eine leere. Zigaretten brauchen wir eigentlich auch nicht. Liegt einfach noch eine neue. Wir können denen das jetzt auch alles erledigen lassen, aber... Diese Grafikkarten brauchen wir eigentlich auch nicht. Und wenn, dann wissen wir ungefähr, wo wir die finden, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus. Wir legen mal... Ja. Zwei erstmal weg. Jetzt ist es weg. Okay. Greife den Feind an! Der Feind ist nicht hier. So, da bin ich wieder. Gerade ist einfach mal eben das Programm, mit dem ich meine Stimme aufnehme, auf keine Rückmeldung gegangen. Da dachte ich mir, okay, startest du am besten gleich eine neue Aufnahme. Lohnt sich, glaube ich, auch einfach am meisten. Ich will den Kopf dieser Mistsau. Dann kauf dir einen. Okay, was ist... Okay, das, ich glaube, das könnten wir wenigstens... Okay, wenn das so einfach ist. Okay, das brauchen wir, das brauchen wir... Das brauchen wir nicht. Putzmittel. Ich glaube, das können wir nicht essen, habe ich das Gefühl. Also wird uns das relativ wenig bringen. Ich gehe hier mal eben in der Ecke und speichere einmal. Ich weiß noch nicht mal gerade, wo der Typ überhaupt ist. Naja gut, so kann man jemanden auch umbringen. Aber na gut. Und ich muss einmal kurz den Kopfhörer wechseln. Moment. So. Der ist jetzt also da oben. In dein Face. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Kronkorken. Nee, ich glaube... Jetzt haben wir zu viel, toll. Dann mache ich jetzt einfach mal vom Inventar bei den Hilfsmitteln den letzten davon rein. Und wir können immer noch nicht wieder laufen. Wir müssen einfach so viel unbedingt loswerden. Kristallsicherung, Skalpell. Wozu sollen wir das bitte gebrauchen? Genauso wie die, die lege ich auch mal so weit ab. Okay. Putzmittel. Hohe Flasche. Das hilft uns alles total weiter. Und auch irgendwie gar nicht. Hier ist auch noch was, aber nicht so, damit wir uns jetzt gegen die Typen da wappnen können. Na toll. Das wird echt ein spaßiger Kampf. Wenigstens geht es jetzt noch höher. Gut, dann bleibt er halt draußen. Dann fahren wir alleine hoch. Hab ich jetzt auch kein Problem mit. Ne, ich glaube, der spawnt gleich einfach nach oben. Gehe ich jetzt mal von aus. Ansonsten wäre es nicht so toll. Und hier im Aufzug, ich speichere vorher. Bitte speichern. Bitte speichern. Danke. Hier sind auf jeden Fall Kameras. Oh oh. Hier ist auf jeden Fall... Kann ich nicht knacken. Okay. Ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo wir dann
hier drin diese neuen Fusionszellen finden, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ich habe sonst keine Ahnung, wo wir die herbekommen sollen. So rum ist es richtig. Hier ist auch nichts. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Okay, du wiederholst dich. Was ist das? Ist zu gut geschützt. Okay, haben wir eigentlich jetzt Skills, die wir benutzen können? Ich glaube nicht, oder? Hier steht es wenigstens nirgendwo. Taschendiebstahl, das bringt uns alles nicht weiter. Wo müssten wir denn theoretisch skillen, um das besser hacken zu können? Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit. Okay. Das sollten wir vielleicht in naher Zukunft mal machen. Das sieht hier jetzt auch nichts. Ach so, hier geht's noch weiter runter. Okay. Okay. Noch tiefer, alles klar. Sind wohl noch so Sachen, die wir anscheinend nicht mal freigeschaltet haben. Hier, genau den brauchen wir. Dazu müssen wir aber noch einiges leveln und das wird wahrscheinlich im Story Mode nie der Fall sein. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte, nein! Bitte, das musst du nicht tun, bitte! Hier geht's ja anscheinend schon gut ab. Das hier können wir auf jeden Fall. Okay, ich gehe einfach wieder die Wörter durch. Jetzt wird uns der Zugang verwehrt. Es müsste aber eigentlich nur für irgendwie 10 Sekunden oder so sein. Ja. Okay, dann nehme ich jetzt mal... Schade. So einfach ist das wohl doch nicht. Ich weiß auch nicht, was uns das jetzt genau bringen soll. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Terminal. Also. Tür öffnen. Was gibt es hier? Ich sehe hier jetzt auch nichts, was unbedingt von Nutzen für uns wäre. Hier ist noch eine Kiste, okay. Das mit den Schlössern erinnert mich einfach immer so krass an Dying Light. Was sind denn bitte Mentats? Ich nehme es einfach mal mit. Und hier probiere ich es jetzt auch nochmal. So schwer kann das jetzt nicht sein. Bill. Fang. Ins. Schade. Terminal wurde gesperrt. Na toll, ich guck noch einmal. Hier sehe ich da überhaupt irgendwas, das wir überhaupt benötigen könnten. So auf die Schnelle sehe ich da jetzt nichts. Dann gehen wir einfach mal weiter. Erstmal bitte noch speichern. Nochmal mache ich das nämlich nicht. Da geht's auf jeden Fall hoch. Zigaretten brauchen wir jetzt nicht so dringend, würde ich sagen. Bierflaschen, die sind eh alle leer. Die Treppe hier ist schon ziemlich auffällig, muss ich sagen. Ich glaube, da ist auch nichts drin. Dann gehen wir erst einmal da lang. Ich glaube, das lohnt sich gerade ein bisschen besser. Nennt man das überhaupt so, besser lohnen? Schnapsglas, das hilft uns echt weiter. Reagenzglas, Zigaretten und Rattengift. Das zu trinken ist bestimmt sehr gesund.
Kartoffelchips. Kronkorkenvorrat. Ansonsten dürften wir eigentlich von hier, oder? Geht das? Nein, jetzt bin ich... Ja, gut. Ist trotzdem ein wenig kürzer. Möchtest du? Danke. Was ist das? Rattengift. Toll. Das hilft uns echt unheimlich weiter. Du bist mir gefolgt. Nein. Okay, ich glaube, das ist schon der Typ. Okay, dann setze ich an der Stelle jetzt mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, den Typen zu besiegen. Also bis dann.